Sie ist eine große Attraktion bei den diesjährigen Dampfloktagen in Meiningen. Die Lok 99787 aus Zittau ist erstmals wieder zu sehen, im fast fertigen Zustand. Es hat sich herumgesprochen, dass sie in einem Pilotprojekt auf Leichtölfeuerung umgebaut wird. Und alle können hier sehen und sich vom Projektteam versichern lassen, das Wesen der Lok ist gleich geblieben. Das ist Technik der Großväter, wo moderne Technik eingebaut wird. Die wesentlichen Vorteile der Leichtölfeuerung: kein Funkenflug, sodass die Lok selbst bei Waldbrandwarnstufe 5 fahren kann, und 40% weniger CO2-Ausstoß. Ende 2022 geht das Pilotprojekt, gefördert mit Mitteln des Investitionsgesetzes Kohleregion des Bundes, in die entscheidende Phase. Die Lok kommt nach Meiningen und erhält eine Hauptuntersuchung. Dann beginnt der Einbau der Brennerplatte. Hier der Blick auf die Platte aus der Feuerbüchse und der Blick unter die Lok. Es ist modernste und bewährte Brennertechnik aus der Schweiz, geeignet für den täglichen Betrieb bei dieser Lokgattung. Wo früher das Rost war und der Aschkasten, befindet sich jetzt eine Brennerplatte. Und auf der Brennerplatte sieht man in der Mitte die beiden Pilotbrenner, die auch zum Anheizen der Lokomotive dienen und die eigentlich immer anbleiben. Und davor und dahinter sind zwei Lastbrenner angeordnet, die je nach Belastungsgrad der Dampfmaschine und der Lokomotive zugeschalten und in der Leistung reguliert werden können. Es ist momentan die Brennerplatte mit allen Leitungsführungen und den Halterungen da. Die eigentlichen Brenner sind noch nicht eingebaut. Also die Brenner kommen noch die nächsten Tage rein. Der Tank befindet sich hinten. Dort, wo bei allen anderen Lokomotiven die Kohle ist, haben wir einen zweiten Behälter drin. Und von dort kommt das Öl vor zu den neuen Brennern. Einen Heizer wird es nach wie vor geben. Doch für Max Schöne und seine Kollegen wird die Arbeit leichter werden. Es fehlt die Schütte für die Kohle und es wird auch keine Kohleschippe mehr hier hängen. Und hier vorne am Hinterkessel, die Feuertür ist ersetzt worden. Hier gibt es dann sozusagen nur noch ein kleines Loch, wo dann die Ölbrenner gezündet werden. Die werden mit einer Lunte gezündet, die sogenannten Pilotbrenner. Die Einrichtung für den Pilotbrenner finden wir dann unterhalb dieses Schaulochs. Da haben wir einmal einen Druckluftanschluss. Hier wird praktisch ermöglicht, dass ich die Lok anheizen kann. Das Pilotprojekt und die Erklärungen des Teams, die Besucher nehmen sie mit großem Interesse auf. Das ist ja eigentlich eine fantastische Sache. Ne? Es geht ja eigentlich um die Umwelt, ne? Und Steinkohle wird ja auch immer teurer. Ne? Also ich finde das eine super Sache, wenn das hier mit Leichtöl betrieben wird. Insbesondere, weil ja das oder den Funkenflug komplett verhindert, also sprich keine Waldbrandgefahr und so weiter. Und ist also auch von daher auch etwas umweltfreundlicher, diese ganze Geschichte. Einer musste in die Bresche springen, wie man so schön sagt. Und ja, ich drücke den Zittauern wirklich die Daumen, dass es alles gut geht. Daumen drücken und Zuversicht. Bei der Historik Mobil im Zittauer Gebirge betonen SOEG-Geschäftsführer Ingo Neithardt und Landrat Stefan Meyer, dass die Förderung der Lok durch Bundesmittel des Investitionsgesetzes Kohleregionen gut angelegt ist. Wenn eine Gesellschaft sagt, wir schalten Kohlekraftwerke ab, dann ist ja der Weg nicht weit zu sagen, wir schalten kohlegeführte Lokomotiven und Züge ab. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, wie der schöne Spruch es sagt. Wir wollten auch die Möglichkeit der Kohlemittel, also der Strukturfondsmittel, nutzen, um eine neue Technologie in die Dampflokomotiven zu bringen, um sie zukunftsfest zu machen. Wir können ja Unternehmen nicht direkt fördern, aber gerade durch solche Möglichkeiten, eine zukunftsfähige Schmalspurbahn hier sicherzustellen, ist es eben halt ein Strukturwandel und eine Sicherheit, dass wir auch künftig diesen Tourismusfaktor Schmalspurbahn im Zittauer Gebirge haben können. Genau aus diesen Gründen wird das Pilotprojekt bald Nachahmer finden. Bei den Harzer Schmalspurbahnen. Wir planen ebenso eine Dampflokomotive auf Leichtölfeuerung umzurüsten und sind da jetzt soweit in den Vorbereitungen und hoffen, dass wir die dann Ende 2024, Anfang 2025 ebenfalls in Betrieb nehmen können. So ist es auch in Meiningen, der Blick nach vorne, der das Projektteam eint. Ja, wir freuen uns alle schon drauf, mit der Lokomotive dann bei jeder Witterung fahren zu können. Also das Erlebnis Dampfeisenbahn bleibt das Erlebnis Dampfeisenbahn, unabhängig von der Feuerungsart. Ende September rollt die Lok auf ihren Messestand bei der Modell-Hobby-Spiel in Leipzig. Bald, so hofft das Projektteam, wird es die ersten Probefahrten geben. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Lok 99787 ihren täglichen Betrieb bei den Zittauer Schmalspurbahnen beginnt.